Ein Airbus A330, der Korean Air, setzt zur Landung auf den Philippinen an, muss die Landung abbrechen und durchstarten, probiert es noch einmal, muss wieder abbrechen, probiert es dann ein drittes Mal, landet und schießt nach hinten über das Ende der Landebahn hinaus. Was dort passiert ist und was wir bis heute über diesen Fall wissen, klären wir heute. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich weiß, ihr habt einen Haufen Fragen zu diesem Thema und ich würde sie euch alle total gerne beantworten, aber es gibt halt einfach noch eine ganze Menge unbeantwortete Fragen hierzu. Es laufen noch die Ermittlungen zu diesem Unfall, es gibt noch keinen offiziellen Abschlussbericht und bis der verfügbar sein wird, wird es auch noch eine ganze Weile dauern. Deswegen können wir ganz einfach noch nicht darüber sprechen, was hier alles im Detail passiert ist. Wir wissen es ganz einfach noch nicht. Was wir aber machen können ist, wir können uns darüber unterhalten, wie Piloten mit Anflügen bei schlechtem Wetter umgehen, wie Piloten ein Flugzeug am Boden zum Stehen kriegen und was die Piloten im Cockpit machen müssen und machen sollen, wenn ein Flugzeug nicht bremst, wie es eigentlich bremsen sollte. Und das machen wir jetzt. Es geht hier also in diesem Fall um den Korean Airlines Flug 631, ein Flug von Seoul in Südkorea nach Cebu auf die Philippinen. Durchgeführt wurde dieser, im Schnitt knapp unter 4 Stunden dauernde Flug, mit einem Airbus A330-300. Eine in diesem Fall 24 Jahre alte Maschine, die bereits ihr ganzes Flugzeugleben lang gute Dienste bei Korean Air geleistet hat. An diesem Tag hat der Flug nach Cebu aber etwas länger gedauert. Die Maschine befand sich im Anflug auf die Piste 22. Die 22 steht für die Richtung, in welche die Bahn auf einer Kompassrose gesehen ausgerichtet ist, also 220 Grad. Das ist dann eine südwestliche Ausrichtung. Man versucht mit einem Flugzeug ja immer so gut es geht gegen den Wind zu starten und zu landen, da das die benötigte Start- und Landestrecke verkürzt. Und da den restlichen Tag über der Wind jetzt hauptsächlich aus südwestlicher Richtung vorhergesagt war, wurde diese Richtung auch angeflogen. Das Wetter war darüber hinaus an diesem Tag nicht sonderlich gut. Zwar war der Wind auf dem letzten aktuellen Wetterbericht des Flughafens, veröffentlicht nicht einmal 15 Minuten vor dem ersten Anflug der Maschine, als schwach mit 3 Knoten aus variablen Richtungen angegeben. Die Sicht war etwas eingeschränkt, mit 8000 Metern aber natürlich mehr als ausreichend. Und was viel interessanter ist, es gab leichte Gewitter in der Umgebung und CBOHD. Das stand da drin. Das steht für Cumulonimbus Overhead und das heißt so viel wie, dass sich aktuell eine Gewitterwolke mehr oder weniger direkt über dem Flughafen befindet. Durch diese Wolken fliegen wir als Piloten in der Regel nicht hindurch. Dafür gibt es eigentlich keinen plausiblen Grund, denn damit kann man sich, sein Flugzeug und die Passagiere an Bord in ernsthafte Gefahr bringen. Der Grund dafür ist schnell erklärt. Es würde erstmal scheppern wie Sau und das muss ja nicht unbedingt sein. Der viel wichtigere Grund ist aber, dass die Winde, welche oft mit diesen Wolken einhergehen, ein Flugzeug regelrecht zu Boden drücken können. Und das kann dementsprechend, je näher sich das Flugzeug am Boden befindet, umso gefährlicher werden. Unter einer solchen Gewitterwolke bildet sich in einer Säule ein schnell nach unten absinkender Luftstrom mit durch Regen oder Verdunstung abgekühlter Luft. Trifft dieser Luftstrom dann auf den Boden, dann verteilt dieser sich in alle Richtungen mehr oder weniger gleichermaßen. Was bedeutet das jetzt für das anfliegende Flugzeug? Ganz einfach, nähert sich die Maschine diesem Downdraft, dann frischt der Gegenwind auf einmal deutlich auf. Das ist erst einmal auch nicht weiter schlimm. Die angezeigte Fluggeschwindigkeit nimmt erst einmal zu, es entsteht mehr Auftrieb. Die Maschine droht zu schnell zu werden und nach oben aus dem Anflugprofil abzudriften. Es steckt also zu viel Energie im Flugzeug, aufgrund des dann zugenommenen Gegenwindes. Als Pilot kann man dagegen ansteuern, indem man die Nase des Flugzeuges absenkt und etwas Schub rausnimmt, die Triebwerksleistung also etwas herunterfährt. Die Maschine fliegt dann jetzt weiter direkt in den Downdraft hinein. Der Gegenwind ist dann auf einmal logischerweise weg. Die Instrumente zeigen quasi Windstille an und die Maschine kommt wie von alleine wieder zurück ins Anflugprofil. Die Fluggeschwindigkeit normalisiert sich wieder. Die Triebwerke laufen ja auch immer noch auf wenig Leistung. Und an diesem Punkt wird es jetzt gefährlich. Denn das, was jetzt bis eben noch der Gegenwind war, wird jetzt schlagartig zu einem Rückenwind. Und zwar innerhalb kürzester Zeit sehr ordentlich. Die angezeigte Fluggeschwindigkeit sinkt dann plötzlich ab. Durch die Trägheit bewegt sich das Flugzeug über Grund gesehen ja eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger gleich schnell. Aber durch den Rückenwind reduziert sich jetzt eben die Geschwindigkeit relativ zur Umgebungsluft. Das heißt, die Luft strömt weniger schnell über die Tragflächen, der Auftrieb reduziert sich dementsprechend,
Das Flugzeug geriet nach unten aus dem Anflugprofil heraus und die gerade eben noch heruntergefahrenen Triebwerke brauchen natürlich auch eine ganze Menge Zeit, bis sie wieder den nötigen Schub liefern, um gegen diesen Rückenwind jetzt gegen anarbeiten zu können. Und das ist der Punkt, an dem es dann wirklich sehr gefährlich wird, denn dem Flugzeug fehlt jetzt Energie. Und das zu nah am Boden kann dann tatsächlich zum Absturz führen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich euch all das jetzt im Zusammenhang mit diesem Flug hier erzählt habe. Ganz einfach, weil das, worüber wir gerade gesprochen haben, eines der spannendsten, interessantesten, aber eben auch gefährlichsten Wetterphänomene ist, mit denen wir im Landeanflug konfrontiert werden können. Und es ist ein Wetterphänomen, was auch große und sehr leistungsfähige Flugzeuge innerhalb kürzester Zeit in eine energetisch wirklich bescheidene Lage bringen kann und damit in eine hochgefährliche Situation bringen kann. Diese sogenannten Downbursts haben in den letzten Jahren bereits zahlreiche Flugzeuge an den Boden gezwungen. Zum Beispiel Pan Am 759er, das war eine vollbesetzte 727. Alle Menschen an Bord sind dabei umgekommen. Delta 191, das war eine Lockheed TriStar oder Martin Air 495, das war eine DC-10. Bei all diesen Unfällen starben zahlreiche Menschen und Scherwinde bzw. diese Downbursts trugen ihren Teil dazu bei. Und auch deswegen haben alle Verkehrsflugzeuge heute zwei Warnsysteme, die eben diese Scherwinde und Downbursts erkennen können. Ein Predictive Wind Shear System, welches dieses Phänomen erkennen soll, bevor das Flugzeug in diesen Downburst hineinfliegt. Go around. Wind shear ahead. Go around. Flaps. Mantoga. SRS. Go around track. Und ein Reactive Wind Shear System, was erkennt, wenn sich die Maschine eben in einem solchen Wind befindet. Most incline, gear up, speed, wind shear, check. Auf beide Systeme reagieren die Piloten mit sogenannten Memory Items, also vorher klar definierten Handgriffen und Callouts, die jeder Pilot und jede Pilotin immer im Kopf haben muss und dann sofort abrufen können muss. So viel also dazu. Und all diese Infos sind wichtig, weil sie eine Sache besonders gut nachvollziehbar machen, nämlich wenn sich eine solche Gewitterfolge direkt über dem Platz befindet, dann fliegt man diesen in der Regel auch nicht an. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man direkt das Flugzeug am Startflughafen einige Stunden vorher schon stehen lassen muss. Dafür müsste die Vorhersage wirklich sehr düster sein. Aber man hat als Flugzeugbesatzung zum Beispiel die Möglichkeit, über die Mitnahme von extra Treibstoff sich die Möglichkeit offen zu halten, in der Nähe des Zielflughafens ein solches lokal über dem Platz stehendes Gewitter abzuwarten. Wirklich benötigt wurde dieser extra Treibstoff, zumindest laut dem, was ich aus den Daten von FlightRadar24 lesen konnte, an diesem Tag vor der Landung von Korean 631 eigentlich von niemandem. Zahlreiche Maschinen sind gestartet und erfolgreich gelandet. Der Korean Airlines A330 befand sich dann jetzt also im Anflug auf die Piste 2-2 als erste Maschine, nachdem viele Flugzeuge in den letzten Stunden in Gegenrichtung auf der 04 gelandet waren. Korean 631 musste den Anflug dann allerdings in geringer Höhe über der Bahn abbrechen und durchstarten. Das ist erst einmal ja auch nichts Ungewöhnliches. Schließlich gilt, wenn irgendwas im Anflug nicht passt, ist der Weg zurück in die Luft erst einmal der sichere Weg und es wird durchgestartet. Das Flugzeug drehte dann im Süden des Platzes einmal rum und in der Zwischenzeit landete eine weitere Maschine sicher am Flughafen von Cebu. Der Korean A330 machte dann einen zweiten Anflug auf die Piste 2-2 und da kam es wohl auch zu einem Aufsetzen, allerdings anscheinend zu einem sehr harten Aufsetzen, zumindest laut Aussage des Kapitäns nach der Landung, zumindest laut dem, was bis jetzt öffentlich bekannt ist. Und der Grund dafür sollen Scherwinde bzw. eben ein solcher Downburst gewesen sein. Und das darf man an der Stelle wirklich nicht unterschätzen. Bei dem Martin-Air-Flug, über den wir da eben ganz kurz gesprochen haben, hat das Flugzeug auch sehr hart aufgesetzt aufgrund eines solchen Downbursts. Und man kann sich das dann so vorstellen, das Flugzeug kommt quasi ganz kurz über den Boden in eine Fluglage oder in eine Energiesituation, die nicht mehr wirklich von den Piloten vorne im Cockpit kontrolliert werden kann. Und setzt das Flugzeug dann auf, dann werden schnell die Betriebsgrenzen der Maschine, die Limits der Maschine überschritten und es kann zu Beschädigungen kommen. Und so wie es aussieht, ist genau das hier passiert. Das Flugzeug wurde, so geben es die Verfahren bei einer Windshear ja auch vor, mit vollem Triebwerksschub wieder in die Luft gebracht. Es wurde wieder durchgestartet, also auch der zweite Anflug wurde abgebrochen. Und wieder ging es dann im Süden des Platzes zurück, erstmal in Richtung eines neuen Anfluges. Dieses Mal wurden jedoch mehrere Warteschleifen geflogen. Eine andere Maschine landete wieder sicher. Aber Korean 631 verbrachte zwischen dem zweiten und dritten Anflug gut 30 Minuten in der Luft, laut aktuell öffentlich verfügbarem Wissen, zum sogenannten Troubleshooting.
Demnach hatte der A330 beim harten Aufsetzen nach dem zweiten Anflug also einen Schaden genommen. Welcher Fehler hier jetzt wirklich ganz genau auftrat und welche Informationen der Crew zu diesem Zeitpunkt des Fluges zur Verfügung standen, wissen wir leider noch nicht. Das alles Sachen, die wir dann klären können, wenn der Abschlussbericht verfügbar ist. Aktuell wissen wir ganz einfach nur, dass es wohl ein Problem mit den Bremsen gab und dass dieses Problem irgendwo seinen Ursprung in der Hydraulik hatte. So wie eigentlich alle anderen großen Verkehrsflugzeuge auch, bremst der A330 am Boden über drei unterschiedliche Systeme. Zum einen haben wir da die Ground Spoiler. Diese stellen sich auf der Tragflächenoberseite ganz automatisch nach oben, sobald der Flieger aufgesetzt ist. Sie zerstören Auftrieb, erhöhen den Widerstand, halten das Flugzeug am Boden und bremsen es ab. Dazu kommt dann noch der Umkehrschub. Ein Großteil des Triebwerksschubs wird dabei umgelenkt und bremst das Flugzeug dementsprechend ab. Diese beiden Systeme arbeiten aerodynamisch und sind dementsprechend besonders leistungsfähig, wenn das Flugzeug noch schnell ist. Je langsamer das Flugzeug am Boden dann wird, desto weniger effektiv bremsen diese Systeme das Flugzeug weiter ab. Offensichtlich gibt es dann noch Bremsen, Carbon-Scheibenbremsen am Hauptfahrwerk des A330. Und diese Bremsen sind ganz wichtig, um das Flugzeug dann wirklich zum Stehen zu bekommen. Und deswegen sind die Systeme dahinter, die Bremsen werden hydraulisch betätigt, auch redundant ausgelegt. Das heißt, es gibt mehrfach Rückfallstufen. Zwei der drei Hydrauliksysteme des Airbus A330 haben etwas mit den Bremsen zu tun. Funktioniert die erste Stufe nicht, funktioniert das Normal Braking nicht, dann können die Piloten das Alternate Braking durch einen gezielten Handgriff auch am Boden noch zügig aktivieren. Das müssen sie also nicht vor dem Anflug wissen, sondern das kann auch am Boden passieren und dann muss schnell geschaltet werden, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann kann man Alternate Braking nutzen. Funktioniert auch das wieder erwarten nicht, verfügt das Hydrauliksystem über einen Akkumulator, welcher mehrere volle Betätigungen der Parkbremse, also quasi der Handbremse des Flugzeuges, ermöglicht. All das verlängert zwangsläufig den Bremsweg der Maschine, aber es gibt eben diese Rückfallstufen, um ein Flugzeug wirklich irgendwie zum Stehen zu bekommen. Dass all diese Rückfallstufen wirklich ausfallen und nicht mehr verfügbar sind, ist höchst unwahrscheinlich. Aber es kommt dann eben auf immer und immer mehr Faktoren drauf an, die einen immer und immer größeren Einfluss darauf haben, wie lange das Flugzeug wirklich braucht, um abzubremsen. Zum Beispiel die wirkliche Ground Speed des Flugzeuges beim Aufsetzen, also die Geschwindigkeit des Flugzeuges über Grund, welche maßgeblich vom Gewicht des Flugzeuges und vom Wetter, vor allem vom Wind, in dieser Situation beim Aufsetzen abhängt. Dann kommt es aber auch noch darauf an, wie viel die Piloten im Anflug bereits vor dem Aufsetzen über ihr kaputtes Bremssystem wussten. Oder dann wiederum im Gegenzug, wie schnell sie am Boden reagiert haben, als sie gemerkt haben, dass gewisse Dinge nicht funktionieren. Egal wie die Kombination an Fehlern bei diesem Flug jetzt am Ende des Tages wirklich aussah. Am Ende hat es halt doch nicht gereicht und die Maschine rutschte über das Bahnende hinaus und das mit deutlich über 100 Kilometern pro Stunde. Das Flugzeug kam kurz hinter der Bahn zum Stehen, die Maschine wurde irreparabel beschädigt, das Flugzeug ist mittlerweile abgeschrieben. Das Wichtigste aber, umgekommen ist bei diesem Unfall niemand. Dennoch bleiben eine ganze Menge offene Fragen. Zum Beispiel, warum sich die Piloten nach zwei erfolglosen Anflügen für einen dritten entscheiden. Nach zwei ist nämlich eigentlich Schluss und es braucht sehr gute Argumente für einen dritten Anflug. Und ein Fehler, der dann noch oben drauf gekommen ist, der ist jetzt normalerweise kein Argument dafür, sondern ein Grund dafür, zügig zu einem Ausweichflughafen mit längerer Bahn und besserem Wetter weiterzufliegen. Zum Beispiel Manila. Der Flughafen ist ziemlich weit weg, gut möglich, dass man sich diese Option dann also bereits kurz nach dem Durchstarten verbaut hat. Also, tut mir leid, dass ich euch zu diesem Thema noch nicht so wirklich detaillierte Infos geben kann und wir eher ganz allgemein darüber sprechen. Ich hoffe trotzdem, dass ein paar spannende Infos für euch mit dabei waren. Ich bin auch selber sehr interessiert daran, was da jetzt rauskommt und freue mich dann über neue Infos zu diesem ganzen Thema und dann werden wir auch gerne nochmal darüber sprechen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen und ich hoffe, dann sehen wir uns ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin und tschüss. Und es wird auch noch eine ganze Weile... Mann!